Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind hier noch im Kasernenviertel und wollen jetzt zurück ins zum Sonnentempel wollen wir jetzt. Manche Menschen wir haben die Novizin Ilia gefunden und wollen Magister Ragon Bescheid sagen, dass wir sie gefunden haben und das wird er wohl hoffentlich auch schon gemerkt haben, denn sie wollte ja zurückgehen. Ja, und wir brauchen einen Wegweiser. Hier ist ein Wegweiser. Zum Sonnentempel. In der letzten Folge haben wir den Wegweiser geflissentlich übersehen. Ja, da sind wir glatt dran vorbeigelaufen. Wo müssen wir eigentlich hin? Sonnentempel. Sonnentempel, da ist er ja. Dann nix wie hin. Ja. Der war irgendwo oben, ha? Im Chronikum oben, glaube ich, war das. Ist ja auch riesig, dieser Sonnentempel. Ja. Aber zum Glück haben wir hier einen Wegweiser. So ist der ist doch immer ganz praktisch. Chronikum. Nick, wir rein. Trauermusik. Magister Ragon. Schreitet wohl. Danke. Na gut. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Wer? Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Wer tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein du soll. Du stehst im Weg, mein Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er war doch so ein guter Mensch. Tja. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Was passiert davor? Und wie? Wie erkennt man, ob jemand befallen ist? Warum? Hast du Angst, dass es dich auch erwischt hat? Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Aha. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Meinst du, das hätte dich nicht auch aus dem Gleichgewicht geworfen, Wegestreue hin oder her? Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein Hass, nur Trauer. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Worauf willst du hinaus? Ich weiß es nicht, nur dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vielleicht war es ja Jeros Zustand, der dem roten Wahnsinn erlaubt hat, ihn zu infizieren. Aber, naja, sollen das Flammentrunk und die Apothekarii herausfinden. Tja, das war gar nicht so ganz abwegig. Interessant, das Gespräch. Ja. Genau. Hier ist er? Nö, hier ist niemand. Nee. Numerische Magierin? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Bleib nur ein Stockwerk höher, ich weiß es nicht. Das oder da, guck mal da hinten. Hast du dir alles angeguckt? Geht's hier höher? Kann ja hier sein, vielleicht in der Küche und trinkt was. Keine Ahnung. Nee, wir müssen in diese Richtung. Na gut. Ist er das? Nee, ist er nicht. Der hat ja sonst so ein komisches Ding da. So ein Pfeil auf seinem Kopf. Da gehen wir mal höher. Vielleicht ist er eins weiter oben. Durchaus möglich. Da ist er. Da kommt da. Na, hallo. Wart, schreitet wohl. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen. Jetzt entschuldige ich mich. Wir haben eine Menge zu tun. Gut, ja. Gut. Er sollte ein bisschen Nachsicht walten lassen, das würde ich auch sagen. Ja. Und die andere, die seufzt da vor sich hin, hä? Wir nehmen die Abkürzung. Ja, ich hoffe, du bist irgendwie auf den Kopf gesprungen. Ja. Wir müssen jetzt wieder in die Katakomben. Ja, das müssen wir wohl. Dazu müssen wir aber erstmal einen Weg nach draußen finden. Vielleicht kannst du ja mal auf ein Ding gehen, dann findest du, da hast du ja so ein. So ein Marker, wenn du den Quest schon mal bereithältst. Das ist bestimmt hilfreich.
Hier ist es ja schon. Ja. Aha. Na, sieht die Richtung hat doch schon wohl in die fast Barachen gepasst. Hm. Ja. Ah ja. Fast. Hm? Ja, Schnecken. Mann, das ist ein Labyrinth hier. Jetzt muss ich doch glatt auf die Karte gucken. Ich bin hier und da geht's raus. Also versuchen wir mal Richtung Norden und Osten. Süden ist natürlich genau falsch. Da geht's nur nach oben. Ja, sind wir vielleicht eine Etage zu tief? Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube es eigentlich auch nicht. Aber oh, guck mal. Kann man sich gleich mal angucken. Wer schläft hier denn? Ah, da, auch sie schläft. Na gut. Ja, wenn hier die Schlafräume sind, aha, vermute ich doch, dass wir eine Etage zu tief sind. Gut, von mir aus. Du musst es wissen, du warst ja schon mal hier. Ja, ja, ich habe mich immer schon mal verlaufen hier. Aha. Und das mache ich immer noch ganz gern. Ah, jetzt geht es aber weit hoch hier. Guck mal, ist interessant hier. Das ist eine Truhe. Guck. Da ist noch eine Truhe von mir. Ja. Ach, sehr interessant. Was ist das denn? Das würde ich sagen, ist eine magische Barriere. Sie tut wenigstens nicht weh. Sieht aber komisch aus. Darauf hätte ich verzichten können. Willst du jetzt noch weiter nach oben? Ja, da sind. Hier scheint es gar nicht weiter zu gehen, oder? Was sind das denn für komische Dinger? Ja, so Waldgeschöpfe. Ja, sie sehen aus wie diese. Vermutlich, ja. Ja, wie hieß denn die nochmal in Skyrim? Ja, genau. Gegen die wir da gekämpft haben. Der rote Schimmer in den Augen. Ich glaube, es wird irgendwann nochmal. Das haben wir schon gehört. Was passiert davor? Und wie? Hm. Ich komme hier nie wieder raus. Hier geht's weiter. Hier ist ein Flur. Das kannst du noch gucken. So, hier waren wir. Weiß nicht, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ja. Aber hier ist keine. Ja, hier waren wir definitiv. Du solltest immer mal rechts und links gucken. Die ist inzwischen aufgestanden. Ich finde hier nie wieder raus. Nur, dass wir uns in Acht nehmen. Vielleicht war es ja jetzt. Das läuft ja auch immer im Kreis. Hier geht's ja auch nirgendwo hin, Mensch. Ja, ich laufe nur im Kreis hier. Mhm. Dann solltest man den Kreis vielleicht mal durchbrechen. Kannst du dir selber vorstellen, dann werden die schnell mal die Dinger holen. Und werden dich 0,0 in die Kaserne bringen, damit du da dein Bußgeld bezahlen kannst. Dann bist du draußen. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wir sind definitiv zu hoch. Wir müssen nach unten. Das weiß ich. Hier ist die Treppe. Was? Was ist was? Mir war klar, dass du vorhin so hochgegangen bist, dass es nicht richtig war. Aber ich meine, du musst es selber probieren. Ich war jetzt nicht so sicher, dass ich da hätte widersprechen können. Wir können hier wieder raus. Archiv ist hier. Gehen wir mal rein, gucken uns das mal ins Archiv an. Ja gut, dann gehen wir mal ins Archiv. Hallo. Hallo Liam. Liam. Oder Liam. Der spricht nicht mit uns. Wegelosigkeit, wohin man schaut. Schön. Er ganz sagt, wir müssen hier hoch. Ach, ich weiß, dass wir nach oben müssen. Mann, ich stand schon vor der Tür. Nee. Na, ich weiß doch, dass wir nach oben müssen. Das dreh dich um, ich wieder im Chronikum. Dreh dich um. Geh raus. Was? Geh da, wo raus. Du reingekommen bist. Hier hin, da, wo der ist. Da geht's wir weiter. Gehen mal da raus. Ja. Geht weiter. Was? Ich gehe ja schon. Sei nicht immer so unfreundlich. Naja, wenn du jetzt hier 30 Mal drin gewesen bist, dann kennst du den Weg auch. Da bin ich nicht so sicher. Was hast du doch auch in Skyrim diese Gebäude geschaffen? Sind alle labyrinthisch. Und die haben alle eine Menge Etagen.
Ich finde das nie. Das finde ich noch. Auf dem Hof finde ich mich zurecht. Aha. Guckst du jetzt da besser an? Du wolltest ja hinter dem Weg halten. Ich dachte auch gerade, habe ich gerade zu dick aufgetragen. Sag mal, kann man aus diesem Brunnen... Der war im Adelsviertel, richtig? Der Brunnen war im Adelsviertel. Du wolltest doch nochmal das Wasser, den Turm da hochsteigen in dem Wasserwerk. Das Wasserwerk, da ist uns ja aufgefallen, dass ich nur das Kellergeschoss angeguckt habe. Da wollen wir uns doch oben auch mal ein bisschen umgucken. Falls wir jemals ankommen sollten. Ja, das ist doch nicht so lange, wie das herumirren da in dem Sonnentempel. So. Da ist so ein Weiser, so ein Wegweiser. Also so ein Ding hier, so ein Marker. Da ist ein Marker. Nee, hier geht's zum Marktplatz. Ah ja. Aber vielleicht kommen wir durch den Brunnen auch gar nicht mehr zurück. Das kann auch sein, du. Ja, oder der ist nicht eingezeichnet. Ach, guck mal, die haben hier auch. Die haben hier auch eine Kneipe. Zum fetten Leoren. Ja, hier ist zum fetten Leoren die Kneipe. Aha. Hier sieht es wirklich nett aus. Hallo. Jetzt muss er sich nur überlegen, wo er hingeht. Ich glaube, das war irgendwo hier. Guck mal, hier ist doch ein Brunnen, oder? Der Brunnen. Da ist doch der Brunnen. Ja. Genau. Genau. Einen Groschen, Misser. Bitte. Na gut. Können wir eben nicht gleich ganz viele geben. Das ist wirklich sehr großzügig von euch. Damit es abgeschlossen ist. Ich wollte endlich mal wissen, was du da kriegst. Ich bin auch neugierig. Okay. So, das haben wir uns vermutlich alles angeguckt. Ja, ja, hier waren wir. Da waren wir, glaube ich, relativ gründlich. Ja. Ah ja. Würde ich nie relativ. Für meine Verhältnisse. Okay, ich sollte vielleicht wieder schleichen und eine Waffe in der Hand ist auch nicht verkehrt. Ist hier noch irgendwas? Leeres Fass? Ein Fass? Nee, doch. Eine Säge. Ja, oh. Kann man wenigstens auch verkaufen. Ja, ja. Hat sich ja schon gelohnt. Glimmerstaub. Kannst du auch dealen, ne? Halt. Noch mehr Glimmerstaub. Oder ist es auch eine Zutat? Ich glaube, Glimmerstaub ist auch eine Zutat. Ja, das Werkzeug. Ja, das ja. Den Korb nicht. Nein. So. Okay, dann sind wir hier unten fertig. Oh. Hat jemand ausgespuckt, hä? Das klingt so. Siehst du jemand? Ich nicht. Nee, ich sehe niemanden. Wir haben ja hier eigentlich auch... Dachte ich, dass wir hier aufgeräumt hätten. Oben waren wir ja noch nicht. Im Turm oben. Ja. Ja, hier müssen wir dann durch, das ist klar. Das ist ja noch die Leiche von dem. Sag mal. Den hatte ich ja wohl angeguckt. Wir haben die Sachen gelassen, natürlich, weil. Ja, da war nichts Vernünftiges dabei. Aber da oben sehe ich auf Anhieb auch niemand. Oh, wir haben ja Gemälde. Aha. Ja, das kann sein, dass da oben noch jemand ist. Die Spannung steigt, hier ist wohl niemand. Aber hier ist eine Truhe. Ja, da ist jemand. Dachte ich mir doch. Deutlich zu hören. Können wir ja erstmal uns um die kümmern oder um den. Ja, hatte ich auch vor. Deswegen habe ich auch gar nicht geguckt. Wo versteckt der sich? Das spuckt aus, das recht.
Der ist unsichtbar, ha? Das ist auch eine Tür. Da hinten ist halt eine Tür. Na, da ist sowas, so ein Durchgang, oder? Ja. Also das würde ich auf dem Rückweg machen dann. Ja, ja. Da ist ja Wildmagier. Der hatte ja noch gefehlt in unserer Raupensammlung. Ja. Pass auf. Ich bin noch nicht so richtig gut im Schleichen. Ja, der hatte keine echte Chance. Kopfschuss. Mhm. Okay, dann können wir runtergehen. Ja. Und uns in Ruhe umgucken. Ich hätte oben angefangen. Und auf dem Weg nach unten, den musste ich sowieso nehmen, hätte ich dann weitergemacht. Aber egal. Die Gerbstelle wollen wir jetzt nicht benutzen, aber die Truhe. Boah. Ich glaube, das waren sie alle. Dann kann ich ja mal ein bisschen Licht riskieren. Durchsuchen Bücher? Ja. Aha. Oh. Das kann man verkaufen. Wir haben immer noch keine, die Bücher noch nicht durchgelesen. Das haben wir jedes Bücher Mal. Durchblättern. Leer. Truhe. Hm. Alles leer. So, mehr war hier, glaube ich, nicht. Da hatte ich ja schon geguckt. Mhm. Nö. Nee. Nee, wir nehmen ja viel mit, aber nicht alles. So, mal gucken, was der Wildmagier so alles gehortet hat. Groschen. Naja, oh, das Verhältnis Kleidung. Ist hervorragend, ja. Nur bin ein schwer Geld. Und 35 ja. Wert. Naja, die Händler zahlen natürlich keine 35. Nein. Die zahlen vielleicht 5 und verlangen 500 dafür. Die haben ja ordentlich gespannt. Gefühlt jedenfalls. Ja, kannst du was kochen? Du hast einiges an Salz gefunden. Oh, und die vegane Suppe ist immer Suppe. Gut. Die hält lang, halt nicht allzu viel, aber hält dafür lang. Das war's. Oh. Ja, du hast Salz, aber du hast viele andere Sachen, die fehlen. Alles. Du hast zum Beispiel keinen Kohl mehr oder so. Tja. Bitterbrandwein. Kann man den zum Kochen benutzen? Oh. Das glaube ich weniger. Nee. Die Eier sind leer, aber die Karotten nicht. Hm. Na. Das war noch mal der Tisch. Oh ja, Kleinvieh macht auch Mist. Meine Wein kannst du ja verkaufen, oder? Ja. Ja, habe ich ja mitgenommen. Besen, ich glaube, ich weiß. Besen. Ey, was war das? Aus dem Feuer. Ich stand im Topf. Ehrlich? Ich habe mich selber gekocht. Ohne Salz? Das schmeckt ja bestimmt nicht. Das schmeckt doch gar nicht ohne Salz. Dann fehlt Salz. Mir ja auch noch Kohl zum Beispiel. Ah ja. Also aus dir wäre nichts geworden. Kein vernünftiger Eintopf. Ja, ja. Den Besen haben wir schon mal angekommen. Nein, den will ich nicht. Ah ja, okay. Einzelteile, okay, hier unten sind wir wohl mehr oder weniger fertig.
Tresor. Ein Tresor. Und der ist offen. Oh. Ja, kein Wunder. Der ist ja nicht so richtig Groschen. Vielleicht war mal mehr. Nehmen wir sie alle mit? Ja. Also ich würde schon sagen. Oh, hier sind zwei Truhen übereinander. Ja, ich weiß. Da ist mehr drin wie im Tresor. Das sind ja drei übereinander. Ja. Und überall Erze und ein paar Groschen drin. Oh ja. Feine Armbinden. Ja. Das Wertgewichtsverhältnis. Oh, das können wir uns mal angucken. Das klingt ja sehr gut. Ja, Buch 2 kennen wir ja. Das kennen wir auch leider schon, aber das heißt verkaufen leider. Kann man so es lange immer Geschichte. Noch. Das Amulett wollen wir uns mal angucken. Da oben ist es gleich. Mhm. Ja. Ach, das ist gut. Traglimit 30 Punkte. Das sollte man das immer mit gut. immer dabei haben. Das kann man dann mal. Das haben wir garantiert in Zukunft immer dabei. Ja. Und wenn wir zu schwer werden, kann man es anziehen und schnell nach Hause laufen. Leer, leer, leer. Ist jetzt leer. Alles leer. Aha. Wir müssen wirklich mal durchblättern, du. Ja. Becher? Nö. Wir brauchen keinen Becher zum Bechern. Wir trinken gleich aus der Flasche. Oh. Ist ja wohl dann deiner, ha? Ja. Aber die verschissene Robe bringt ja. Ja, genau, du hast ja alles mitgenommen. Ja, okay. Die bringt ein bisschen, ja. Ach, die Bücher hier? Ah, die kann man doch so. Ah, ja. Nacht. Ja, Lehrbücher waren bisher nicht dabei. Leider nicht. Glimmerstaubrezepte. Ja. Mhm. Aha. Magieeffekte. Magische Energieschwächen. Magie widerstehen. Anfälligkeit für Gift erhöht. Hm. Lähmungs- und also wenn man Gifte herstellt, sind die ganz gut. Ist Glimmerstaub ganz gut. Mhm. Die kann man meistens auch ganz gut verkaufen. Ja. Bringen nämlich einiges an Geld. Glimmerstaub ist aber aus Zündfass würde ich nicht... Ach ja doch, klar. Das lohnt sich ja schon. Stab der Erdung. Oh, da hätte ich was übersehen. Der Stab der Erdung? Bam, 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 bam. Da ist er. Ach, ist wie unser Feuerstrahl, nur eben mit Blitz. Den Tisch kann man nicht durchsuchen. Oh, Feinstahlschuhe. Feinstahlschuhe, oh. Schwere Rüstung können wir verkaufen. Mann, so viel Mehl, da können wir eine Menge Kuchen backen. Eine Beutetruhe. Ja, schön. Ja. Die gefällt mir. Es hat sich schon gelohnt, hier zurückzukommen. Ja, das hat sich gelohnt, hier nochmal herzukommen. Na gut, dann können wir gleich weitergehen. Wir müssen ja zu, wie heißt sie? Sila. Schwester? Oder sie heißt Sila? Sie heißt Sila. Ja. So, das ging, glaube ich, hier unten irgendwo. Ja, hier geht's raus. Das ist auch lustig. In beide Richtungen geht's ins alte Wasserwerk. Meinst du, die hat ihren Bruder umgebracht? Ja, ne? Naja, es würde mich nicht verwundern. Oh, hat uns so leid getan, hätte uns gar nicht so leid tun brauchen. Was habe ich eigentlich in der linken Hand? Gar nichts, hä? Ich glaube nicht, dass du irgendwas in der Hand hast.
Dann nehmen wir mal den Wolf zur Hand. Denk daran, dass du nicht andere Leute gleich verprügeln sollst, weil es kostet immer ordentlich Geld. Ja. Ja. Naja, ich nehme an, wenn wir einen umbringen, wird es teurer, wie nur ein bisschen mit der Faust verprügeln. Vielleicht musst du da ein paar Jahre im Gefängnis verbringen. Wer weiß. Okay, ich steck's mal weg. Hallo. Ja. Auch hallo. Ach, hallo. Ja. Ich habe solchen Hunger. Ach, steht einer auf der Straße. Ein Straßenmusiker. Ja. Okay, hier müssen wir wohl rum. Wir müssen in dieses Barackenlager da. Wir müssen nach Süden und uns dann rechts halten. Die sehen richtig niedlich aus. Ja, aber sie sehen richtig niedlich aus, weil die so klein sind. Ne? Man kennt hier ja eigentlich in diesem Spiel, bisher hat man nur die Großen erkannt. Die Riesenarten. Die Mutationen. Ja, wir lassen Movi machen Musik und so. Ihr seid Fremdländer, was? Gassenhauer ist der schon. Ich wünschte, ich hätte auch mal das rote Meer überquert. Ah. Ah ja, sie sagte ja, dass sie in den Baracken wohnt. Ja. Warum versuche ich immer hier in die Fässer zu gucken? So ab und zu mal zwischendurch speichern. Ja, ich habe schon mal gespeichert zwischendurch. Wow. Genauer gesagt mehr als einmal, aber man kann nie oft genug speichern. Man speichert 100 Mal. Und dann läuft man irgendwo lang, weil sowieso nichts passiert. Da hinten geht's wohl nicht weiter. Aha, er singt. Schön. Nein. Du bist auf dem richtigen Weg, oder nicht? Ja, doch, ich bin auf dem richtigen Weg, ja. Hier müssen wir abbiegen. Jetzt wie Licht ist das Licht. So Licht sieht er gar nicht aus. Nee, er sieht eher zwie aus. Naja, sein Haarwuchs ist ein bisschen Licht. Schreitet wohl. Aha, na gut. Wir schreiten mal. Ich glaube, bevor der reingeht, solltest du auf jeden Fall. Solltest du auf jeden Fall nochmal speichern. Ja, ja. Geht nicht, du hast kein E. Gut. Das sieht ja auch lustig aus da hinten. Da werden wir auch noch hingehen. Gucken wir uns gleich mal an. Ja. Aber jetzt gehen wir erst mal hier lang. Gut, und du hast gespeichert. Und du machst den richtigen Speicher nochmal. Nee, okay. Habe ich gerade. Ja, das. Du weißt ja nie. Daher bringen wir sie aus Versehen. Hey, was ist denn das? Oh. Kakerlake. Das ist eine. Oder? Ein Eiterkäfer. Die sind übelst. Die sind ganz übel. Ja? Oh, du bist gleich tot. Ja, eben, sag ich doch. Eiterkäfer, die sind ganz schlimm. Na, dann ess mal schnell was. Hilfe. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich nicht erwartet, die war so. Vielleicht haben wir da die Schwester, ja, die Suppe passt doch. Viele am Hals. Uiuiui. Damit habe ich jetzt kannst überhaupt du nicht überstehen. Nicht. Den zweiten könntest du jetzt nicht überstehen. Nö. Und da müssen die armen Leute wohnen mit diesen Eiterkäfern. Ja. Tut einem schon leid tun. Eiterkäfer, Fleischmaden. Alles leer. Alles. Nee, die Kiste nicht. Verursachen die Eiterkäfer auch Krankheiten, abgesehen von davon, dass sie einen Tod beißen können? Apropos, sollte ich vielleicht mal wieder nachgucken? Was denn? Wann habe ich viele Eigenschaften, aber ist keine Krankheit dabei. Nur das seltsame Fieber. Ja. Na, Wolferl?
Was eine gute Hilfe. Du röchelst ja so. Solltest nicht so viel rauchen. Da war auch irgendwas, hat da nicht irgendwas geleuchtet? Nee, ach, da unten hat was geleuchtet. Was ist das denn? Kappenstaubflasche. Ja, das wissen wir ja, dass sie süchtig ist. Ja. Da kommen wir nicht hoch. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss, ja? Ach, da komme ich von hier auch rein. Rausgeholt hast. Pulverwüste. Wollen wir schnell mal ein paar Bücher durchblättern? Das können wir noch machen, ja. Dann machen wir das jetzt zum Schluss. Und ja, wer es nicht sehen will, der kann ja schon ausmachen. Genau. Mehr machen wir jetzt nicht mehr. Dann sind wir schon mal ein paar Bücher. Machen wir einfach der Reihe nach. Gut. Wie gesagt, ich blätter mal durch. Wer es lesen möchte, kann ja anhalten. Das war ausnahmsweise relativ kurz. Ein bisschen blöd ist auch, dass viele Fortsetzungen sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Aber man findet sie natürlich nicht in der richtigen Reihenfolge. Klingt ganz interessant, was ich hier so lese. Ja, einige Bücher sind ganz toll. Aber das dauert ja ewig, wenn man die Bücher vorlesen soll. Die sind zum Teil nämlich auch mächtig lang. Oh, ich glaube, das muss ich mir jetzt mal angucken und mal lesen. Ja, wir werden es auch für uns selber. Wenn es besonders gut ist, dann werden wir auch darauf hinweisen. Oder kurz zusammenfassen. Die sind ewig lang zum Teil. Da könnte man mit dem Vorlesen von einem Buch eine ganze Folge verbrauchen. Jetzt haben wir es geschafft. Na, Bericht eines unbekannten Reisenden. Ja, da haben wir auch. Ich weiß nicht, ob wir eins schon gelesen haben. Keine Ahnung. Nee. Aber die drei haben wir natürlich auch nicht. Das ist zwei. Ich weiß nicht, wie man das am besten machen sollte. Ob man die erst vorliest, weil man die ganze Reihe hat. Wie vorliest? Also, umblättert. Um Gottes Willen. Nein. Das war mal wieder ein kurzes, erfreulich. Tja, eins fehlt und drei fehlt. Ja. Das war auch ein kurzes. So, das noch, dann reicht's für heute, ja? Genau. Der Kirschner und die Wildmagie. Ja, erfährt man einiges über das Leben.
Ja, ja, eben. Deswegen ist es ganz interessant. Okay, gut, das war's dann. Erstmal. Jo. Dann kann man die auch verkaufen, diese Bücher, die wir schon gelesen haben, oder? Bei Gelegenheit. Ja. Zum Glück sind die gekennzeichnet, wie man sieht mit seinem Auge. Okay, also dann, bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann. Tschüss. Tschüss.